es geht darum, die Prozesse in der Werkstatt mithilfe von Digitalisierung effizienter zu gestalten. Nun hat auch BASF in dieser Woche eine neue Plattform gelauncht, diese nennt sich Refinity. Und wir wollen mal wissen, was verbirgt sich dahinter. Dafür ist bei mir Mohamed Ali Sameh. Sie sind Marketing Specialist und Key User für Refinity hier in Deutschland. Erklären Sie uns doch mal bitte, was verbirgt sich hinter Refinity? Genau, Refinity ist eine cloudbasierte Autoreparaturlack-Plattform, die innerhalb von 6 Segmente wirklich unsere bisherigen digitalen Produkte zusammenfasst. Wichtig ist dabei, dass die Segmente aufgeteilt sind in Farbton, Business, Training, Partner, Support und Favoriten. Das Segment Farbton ist hauptsächlich für den Lackierer gedacht. Dort soll er ausmischen oder auch einen Scan-Prozess durchführen mit dem Ratio Scan 12.6. Das Business-Segment ist überwiegend für den Geschäftsführer gedacht, mit dem Untersegment Auftragsmanagement oder der Bestandsführung. Außerdem können dort auch KPIs eingesehen werden. Das Segment Training soll sowohl dem Lackierer als auch dem Werkstattinhaber oder dem Meister dabei helfen, entweder Schulungen durchzuführen über das Learning Management System oder über unsere Know-how-Plattform Informationen einzusehen, die man gerade einfach mal braucht. Also eine Plattform, viele Funktionen. Fassen Sie doch bitte nochmal zusammen, wo liegt jetzt der konkrete Nutzen für die Werkstatt? Also wir haben durch die cloudbasierte Plattform eine zentrale Plattform mit einem Zugang, das heißt für alle Segmente, und eine Datenbank. Wir müssen uns nicht ständig umloggen für andere, für weitere Programme, so wie es bisher war. Wir nutzen wirklich die Vorteile der Digitalisierung und haben ein medienbruchfreies Produkt, das wir anbieten.